Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Das Reiter und wir sind in Folge 319 von Simotrans. Wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, dass wir hier Zug draufsetzen wollen, der hier die letzten Bahnhöfe noch leer räumt. Allerdings habe ich mir in der Zwischenzeit das überlegt, dass das der falsche Weg ist. Wir müssen einen Zug nicht, also der ist ja zum Schluss immer ziemlich leer. Das heißt, der große Zug muss die ersten Bahnhöfe abfahren. Und die letzten Bahnhöfe muss ein kleinerer Zug her. Das ist definitiv wohl Fakt. Dann würde ich sagen, schauen wir gleich, dass wir hier so einen kleinen Zug bauen und schauen, dass wir den dann auf die Strecke setzen und dem anderen die Linie kürzen, ne? Das machen wir dann gleich nach dem Intro. Bis gleich. So, dann würde ich sagen, welchen Zug nehmen wir dafür? Wir könnten, ja, wenn ich den jetzt hier sehe, der hat 57 und nochmal 57 sind dann, warte, der gehört dazu, aber der hat keine, wenn dazu gehört, dann hat er keine dafür. Das sind 114 Leute. Hier haben wir schon 101. Ich glaube, der Mittelwagen gehört auch dazu, oder? Ja, das sind auf jeden Fall zu viele. Ich glaube schon, dass hier dieser kleine Triebwagen der passende dafür ist, ne? Wir könnten ja mal sortieren nach Kosten, Maximalgeschwindigkeit, Leistung, Gewicht, Einführung. Ja, da ist er tatsächlich auch der Letzte. Dann machen wir das doch mal so. So, einer wären 100 Leute, zwei wären 200. Aber wir können ja durch die Länge der Halte oder der Strecke, die er abfährt, ein bisschen steuern, wie wir da reinkommen. Ne? So, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Fahrplan. Gehen dann darunter. Suchen uns die weiteste Stelle. Und die war nicht hier, sondern hier unten irgendwo. Okay, ne, das ist auch noch nicht richtig. Das hier ist die Tierfutterfabrik. So, dann fangen wir da an, fahren hier rüber, dann kommen wir hier vorbei. Das ist Halt Nummer 2. Dann haben wir hier noch die Raffinerie oder was es ist. Das ist Halt Nummer 3. Da würde ich sagen, war er noch nicht voll. Und ich denke mal, wenn er hier ist, dann passt's. Und dann machen wir da die Rückfahrkarte und hier wechseln die beiden. Genau, so machen wir es. Und das ist eine neue Linie. Und die Linie heißt dann Personenzug. Hadexen war das. Industrien. Und das ist das Ende. Schuss, Schuss. Schließen, passt und starten. So, dann können wir den schnell da rauswählen. Gucken uns den an, wenn er denn fährt. Da haben wir den auf dem Schirm. Und jetzt müssen wir uns den anderen reinholen, der da unten irgendwo rumfährt. Da ist er. So, und das ist die Linie hier, die wir dann verkürzen müssen. So, sinnigerweise Linie ändern. Nehmen wir den hier rüber und fangen dann hier in der Mitte bei der Tierfutterfabrik an zu löschen. Der muss raus. Der muss raus. Der muss raus. Raffinerie muss auch raus. Kohlekraftwerk brauchen wir nur einmal, weil da ist der Wechsel. Gut, und das bedeutet fertig. Ihn wieder aufrufen, gucken, was er macht. Fährt jetzt direkt zum Kohlekraftwerk mit keinem da drin. Passt eigentlich dann. So, und er, wo ist er? Na, der hätte natürlich besser da hinten erstmal. Nee, hat er nicht, das wäre auch doof gewesen. Nee, er ist schon auf dem richtigen Weg, immer zum Kohlekraftwerk. Da sind aber keine Leute zurzeit, weil da kein Wechselbahnhof zurzeit eingerichtet war. Das heißt, der fährt erstmal eine Leerrunde, ne? Joa, wo ist er denn jetzt gerade? Okay, kommt von der Tierfutterbrücke oder wie ist es? Nee, da fährt er hin. Der steht gerade hier.
Das ist ja auch komisch gebaut, ne? Da müssen wir mal gerade noch was ändern, sehe ich gerade. Glaube, 280er Gleis war das hier, ne? Das muss ja nicht so sein, dass er da so einen komischen Haken noch fährt, oder? Gut, das haben wir generiert, dass er dann da so gerade rumfährt und nicht hier so eine Schleife macht. Ist ja auch viel zu schnell aus dem Tempo raus noch dazu, ne? So, er nimmt jetzt hier vom Kohlekraftwerk erstmal welche mit, oder? Ja, 11 Leute. So, er fährt die ganz normale Route. Ich glaube, ich mache das mal schneller. Da hat er noch ein paar dazu genommen. Da hat er ganz viele zugenommen. Dauert auch. Und hier lädt er sie alle ab und nimmt 299 mit. So, er fährt jetzt die alle ab. Lädt die alle aus. Und hier bringt er jetzt noch 212 Leute hin, die dann noch weiterfahren. Wir haben 114 bei dem anderen. Ach, beim Kohlekraftwerk wollen. Ne, hier ist über Hardexen. Okay, 198 sind dann hier. Das heißt, unser kleiner roter Zug wird gleich ordentlich zu arbeiten haben und hier staut sich's wahrscheinlich, weil der doch zu klein ist. Könnte ich mir vorstellen. Ja, wo ist er denn? Er wartet da auf weitere Zufahrt. Darf man hier denn so rausfahren? Ist das richtig? Ja, muss wohl, sonst hätte ich nicht zweigleisig gebaut, ne? Machen wir schneller, damit das da was passiert. Er hat erstmal niemanden und jetzt kommt er zur Tierfutterfabrik und müsste da eigentlich welche mitnehmen, oder? Jo, 12 Leute. Hier steigen jetzt welche zu, da steigen welche zu. Ja, und da ist er schon voll. Ah, guck mal, da kommt schon die zweite Runde von ihm. Und er ist, oh Gott, das ist so, ja, hat gut geklappt wahrscheinlich dann, ne? Ich glaube, dann können wir schon den da ausmustern und einen größeren Zug nehmen, ne? Das hat wohl nicht so ganz funktioniert. Weil, ja, hier warten jetzt zwar nur 150 Gäste, die hier weg wollen. Aber der ist ja gleich schon wieder voll dann. Mit 114, ne? Er bringt ja hier schon die nächsten da rein. Und so wie wir gerade sehen, ist das hier mit dem Reinfahren auch ein bisschen doof geregelt, weil er muss jetzt die ganze Zeit warten, bis er dann da reinfahren kann. Okay, das bedeutet, wir machen hier mal gerade noch einen Ausbau, der so aussieht, oder? Signal bauen wir noch hier. Und das andere Signal nehmen wir weg. Weil da ein Signal wäre fatal, ne? Herausfahren muss er halt so, ist halt so. Okay. So, er ist natürlich voll. Hat keinen einzigen hier rauslassen können, oder wie sehe ich das? Fahren wir mal weiter. Der hat er alle auf einmal beim Ölfeld gelassen. Er packt da ein, 56 und hier. Ist er schon voll. Super, oder? Das bedeutet, nee, das wollten wir gar nicht so machen, so ein Shit. Oh. Das haben wir alles weggerissen. Ich glaube nur den Bahnhof, ne? Lupe bitte wieder an, das ist wichtig. So, und wir stehen hier schon. 161 Passagiere warten, weggebracht zu werden. Ja, das bedeutet. Dieser Zug ist definitiv zu klein. Der würde dann vielleicht. Da müssen wir es doch noch anders gestalten. Was macht er denn jetzt hier erstmal? 70 bringt er mit. 64 jetzt da eingestiegen. Ne, 6 ausgestiegen dann, okay. Ja, da die Anbindung so schlecht ist, kommt schon keiner mehr. Ne? 119 nimmt er mit, 129 und 184, 202. Ja, es liegt, glaube ich, daran, dass wir hier schon jetzt eine schlechte Verbindung haben für die Leute. Ja, weil sie nicht weggefahren werden wahrscheinlich. Gut, das bedeutet, wir müssen das hier noch ändern und weiter optimieren. Das bedeutet für mich, dieser Zug wechselt nicht am Ölfeld, an der Kohleraffinerie.
Adex, ein altes Kohlekraftwerk. Das ist der falsche Ort zum Wechseln. Wenn der jetzt nur bis zur Raffinerie fährt, ne? Sind das wahrscheinlich auch noch zu viele. Wir müssen, wenn, noch einen Zug mehr haben. Ja. 110 fährt er jetzt. Also mit 110 Fahrgästen hat er da drin. Ja, was machen wir daraus? Jetzt 110 aussteigen und wir steigen ein. 187, okay, sind ein paar mehr geworden. Ja, lass uns mal. Irgendwo steckt einer fest. Das ist ganz schlecht. Wer ist denn hier wofür zuständig? Hm? Schick den mal zum Depot. Fährt er, ja. Und dann machen wir es gleich aus. Drückt der auf. Und der kann da reinfahren. Klappt mal gerade so, ne? Ich glaube, wir müssen mal hier. Keine Ahnung, was wir hier für Gleise haben. Machen das mal so. Setzen hier ein Signal hin. Und da ein Signal hin. Und das da machen wir weg, damit da länger Strecke aus dem Bahnhof raus ist. Okay, müssen wir warten, bis der Zug weg ist. So, passt es erstmal, oder? Das Signal hier kann da weg und das kann da auch weg. So sieht es auch gut aus. Ich weiß nicht, was für ein weißer Strich hier, das ist wohl ein Fehler, oder? So, wir sind immer noch hier, sind hier immer noch mit vielen Leuten unterwegs und schauen mal hier mit der Lupe da rein, wie es hier aussieht. 170 Passagiere sind reichlich. Wir bauen eine neue Linie. Das kann weg, weil nicht mehr relevant. Nehmen einen neuen Zug. Wenn ich den nehme, wie viel kann der denn? So, der hat hier 100 und da 139 sind 240. Und jetzt muss ich nur einen Endzug da dran haben, oder wie ist das? Nee, da muss nur ein Lok hinter. Okay. Wie schnell kann er? 140. 150 passt also. Fahrplan ist dann. Ja, nee, hier fährt er los nach da, nach da und Rückfahrkarte. Machen wir so. Neue Linie. Adexen. Warte, Personenzug vorweg. Hardexen. Industrien. Haben wir schon wieder einen Tippfehler. Oh, super, das hat geklappt mit den Pfeiltasten. Ja, jetzt muss ich gucken, wo das hier steht. Ob es hier steht. Das falsch geschriebene. Ja, steht hier. Okay, lassen wir erst so. Müssen wir gleich ändern. Was ist jetzt hier schiefgelaufen?
Irgendwie habe ich was falsch gemacht. Steckt fest? Ne, steckt keiner fest. Mach das mal alles weg. Ich habe jetzt hier gerade irgendwas aktiviert oder deaktiviert, weil das hier zum Einstellen ist gerade alles blau, grau. Irgendwo habe ich einen Fehler gemacht. Wenn ich jetzt mal wüsste, wo. Simo dran spielen. Ah, ich glaube, ich weiß wo. Ich habe hier irgendwo den Mitspieler gewechselt. Spielerwechsel. Jetzt geht's wieder. Alles Glück gehabt, ne? Dass wir das rausgefunden haben auf die Schnelle. So. Jetzt muss ich in Lok schucken. Und gucken, wo der Zug ist, den wir da oben stehen haben. Fahrplan. Das ist jetzt hier Hardixen in Bus Trien Mitte Schuss und den können wir dann auch starten. Der fährt die Mitte ab, ne? So, dann brauchen wir ihn hier, beziehungsweise die Linie, die ändern wir. Und das Kohlekraftwerk ist auch schon zu löschen. Die Raffinerie ist auch einmal weg. Tierfutter, Ölfeld, Raffinerie. Er hat jetzt das kurze Stück. Passt. Und der erste Zug muss auch geändert werden. Der kriegt das Kohlekraftwerk da auch rausgelöscht. Kriegt Südostwald einmal gelöscht. Und den Rest fährt er, glaube ich, noch an. Ja, ich glaube, das ist jetzt so richtig, will ich hoffen. Wissen tue ich es auch nicht, ne? Wo ist der Doppelstockwagen? Wahrscheinlich mittig durchgefahren. Da unten fährt er. 240 Passagiere fahren jetzt hier. Die sind da. Die sind da. Und die sind da. Und jetzt müssen wir gucken, dass das was wird. Ne? Das können wir erstmal schließen. Minus, minus, minus. Passt schon mal, ne? So, er da unten hat seine ersten Passagiere gerade abgeholt. Das muss Tierfutterfabrik dann sein, oder? Ja. Lass mal schneller laufen. Holt die nächsten ab. 12 da. 100 da. Fährt wieder zurück. Lassen wir nochmal einmal gucken. 12. 33. Und da war schon einer. Gut, dann hat er abgeliefert. Gucken wir ihn an. Er war gerade da, hat 70, nimmt 70 mit. Fährt hier vorbei. Und hat dann 71 gehabt. Kriegt keine mitgeliefert. Hat hier 25, 28, 20. Ist ein bisschen mau gerade, ne? Obwohl 63, da wird es ein bisschen mehr. Er kriegt da aber noch keine, weil der andere noch nicht da war. Okay. Jetzt muss. Ne, hat er immer noch keine gekriegt. So, jetzt aber, oder? 61. So, und er hat hier 171, die er mitbringt. Von da hinten. 160 und wechselt hier die 120 aus, kriegt 78 mit. 29 sogar nur. Okay, das war mellig. 11 bringt er noch hier hin. 112 nimmt er mit. 169, oh, jetzt wird es wieder mehr. Ich glaube, jetzt steigt's. 186 noch drin. 72 nimmt er wieder mit zurück. 57 jetzt nur.
Zug ist zu schnell, kann das sein? 126. Ja. Okay. Ich glaube, für die Runde lassen wir das erstmal sein. Da müssen wir noch gucken, dass wir das noch optimieren. Aber die Idee ist ja vielleicht nicht verkehrt. Aber da müssen wir noch schauen, wie es besser wird. Ne? Ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.